den Sommermonaten laden wir Sie ein, mit uns auf Entdeckungsreise außerhalb der Region zu gehen. Hierzu begleiten wir bekannte Gesichter der Stadt Mühlacker an ihr liebstes Ausflugsziel außerhalb der Senderstadt. Von Karin Eckstein, Initiatorin des Projekts Familienherberge Lebensweg, liegt dieses im Leintal, genauer gesagt zwischen Stetten und Brackenheim. Und genau dort sind wir heute. Frau Eckstein, was mögen Sie so sehr an der Region Ihrer Heimat? Also ich mag total gern hier, dass es so vielseitig ist, dass einfach man kann rausgehen, man ist entweder in den Weinbergen, man ist im Wald oder man hat auch hier noch viele Streuobstwiesen und das ist eigentlich auch so das, wo ich mich gern erhole in solche Gebiete. Toll ist, dass ich nicht erst mit dem Auto ewig fahren muss, sondern dass ich auch hier hochlaufen kann. Wenn ich möchte, kann ich mit dem Auto fahren, wenn ich niemand begegnen möchte und man ist sofort auf dem Berg. Man kann quasi so von hier aus auch total schön den Odenwald schauen, wenn schönes Wetter ist, wenn die Sonne scheint und ich finde es einfach toll, auch mal so einen Blick aus der Vogelperspektive auf seinen Ort, Heimatort schon fast für mich auch zu richten, weil es tut ja auch für den Alltag gut, einfach mal so der Alltag aus der Vogelperspektive zu sehen, sage ich jetzt einfach mal. Und das finde ich einfach ganz toll hier, die Vielseitigkeit. Wir sind jetzt auf dem landwirtschaftlichen Erlebnis Lehrpfad Benno Bauer auf der Spur angekommen, hier in Brackenheim. Was ist denn hieran das Tolle für Kinder? Also es ist einfach mal wieder ganz klasse. Wir sind nicht weit weg vom Ort und trotzdem sind wir ganz draußen. Hier ist ein großer Weg, ein freier Weg, wo die Kinder einfach auch frei laufen können. Ist ja auch immer ganz arg wichtig. Dann können sie hier vieles erleben, einfach auf dem Weg. Vor allen Dingen wieder regional, was ich ja auch immer wieder sehr betonen möchte, was einfach klasse ist. Unsere Region ist so vielseitig. Hier geht es auch um Klima zum Beispiel. Hier geht es um verschiedene Dinge, die angebaut werden, wie Lebensmittel, was den Kindern dann auf den Tisch kommt. Hier sieht man Obstbau und ja, und es gibt auch interaktive Punkte hier auf den Stationen. Da können wir vielleicht auch gerade nachher runtergehen, da kann ich Ihnen da was zeigen. Hier ist nämlich so ein interaktiver Punkt. Ja, dann schauen wir es uns an. Mhm. Die Kinder können also hier an einigen Stationen auch Dinge ausprobieren. Jetzt sind wir hier beim Jahreslauf in der Landwirtschaft bei den Kartoffeln. Was kann man hier machen? Also hier ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, es ist ganz arg wichtig für die Kinder, dass die Kartoffel nicht nur aus dem Supermarkt kommt, sondern wo war die vorher, bevor sie im Supermarkt kommt. Und hier kann man so den richtig schön den Kreislauf sehen, wie, was so alles mit der Kartoffel passiert, was da auch so unter dem Boden, was die Kinder normal nicht sehen, finde ich einfach ganz klasse hier. Und vor allen Dingen, sie können selber das ganze Ding bewegen, können es auch nochmal rückwärts angucken, was normal mit der Kartoffel nicht passiert. Und das Schöne ist, dass dieser Lehrpfad auch begehbar ist bei Regenwetter oder nicht ganz so super Wetter, wie es wir auch heute haben, dann einfach mit der richtigen Kleidung und mit Regenschirm ausgestattet funktioniert das Ganze auch. Wir sind nun am letzten Punkt unseres kleinen heutigen Ausflugs angekommen, bei Familie Sick. Dort wartet ein ganz besonderer Freizeitspaß auf uns und zur genauen Erklärung, Weingärtner, also um das besser zu verstehen, Weingärtner ist der Name rund um Brackenheim und traditionell ausgesprochen bedeutet es Wengerter. Und Frau Eckstein, wo sind wir heute? Wir sind jetzt in Brackenheim, wie Sie schon sagten, im Wengerter Golf. Das heißt, hier wird nicht so wie normale Minigolfanlage gespielt. Es wird erstens im Grüne gespielt, ist ja schon mal ganz fantastisch. Drumherum blüht ja auch dann immer wieder alles. Und dann wird es mit alten Rebstöcken, also mit dem, was unten rauskommt vom Boden bis oben, mit dem dicken Teil wird dann geschlagen. Ein Tennisball und auch nicht so ein kleiner Ball. Aber wir können es uns ja vielleicht auch mal anschauen. So. Herr Sick, wie sind Sie denn auf die Idee Wengerter Golf gekommen? Ja klar, der Trollinger, der bei uns hier in der Gegend der so prächtig gedeiht, der macht eben kreativ und im Familienverbund hat man da so ein bisschen rumgeflaxt. Und wenn Golf in Brackenheim, dann muss es natürlich etwas mit Wein zu tun haben und deshalb Wengerter Golf. Und was erwartet die Besucher? Also was kann ich alles erleben? Haben Sie verschiedene Hindernisse oder wie viele Stationen gibt es zu erleben? Ja, aber wie beim richtigen Golf, 18 Stationen, 18 Plätze sind zu bespielen. Das geht los mit der Handarbeit, mit der Pflanzung und endet dann in der Flasche. Der ganze Vegetationsablauf der Rebe ist praktisch dargestellt. Okay, und wir wollen das ja jetzt auch mal testen. Gibt es denn irgendwelche Regeln zu beachten?
Ja, die oberste Regel ist einfach, dass man Spaß haben soll. Insgesamt braucht man fast 2 Stunden, um den Platz zu bespielen. Groß und Klein hat die gleiche Chance, das gleiche Handicap. Und es soll einfach nur Spaß machen. Und in der Gruppe spielt sich das natürlich wunderbar und ist ein riesen Freizeitgag. Wir sind heute nur zu zweit, Frau Eckstein, aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal aus und haben sicher auch unseren Spaß. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Wir brauchen sich jetzt entscheiden, entweder den Klopfer. Ja. Ja, der wird von kleinen Händen, sage ich jetzt mal, gerne genommen, weil man den besser führen kann. Aber richtig original ist natürlich mit einem 30 Jahre alten Rebstamm. Dann 30 Jahre alter Rebstamm, okay. Und dann brauchen wir einen Tennisball. Tennisball? Ja. Tennisball aus dem Grund, weil er eben nicht so große Schäden anrichtet, sage ich einmal, wenn man da mal ins Kreuzfeuer kommt. Okay, und dann noch unsere Punktetafel. Und natürlich eine Punktetafel. Wir wollen ja am Schluss auch einen Sieger haben. Insgesamt 18 Stationen. Und die 19. Disziplin, das haben wir festgestellt, das ist das Schwierigste, nämlich diese 18 Zahlen zusammenzubringen. Okay, dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Das Gelände ist ganz schön holprig, also es ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Holpriges Gelände, urig, rustikal, wie die Rebstöcke an sich auch. Was macht denn aber hieran so Spaß? Also ich denke, prinzipiell würde ich sagen, der Spaß ist schon vorgegeben, einfach wirklich, wie Sie sagen, durchs Gelände. Und man darf es auch nicht so verbissen sehen. Es ist einfach toll, jeder rennt wieder irgendwo seinen Ball hinterher, weil der in eine ganz andere Richtung kullert, wie man eigentlich annimmt. Und einfach durch die Art und Weise, was hier alles geboten ist, dann auch an verschiedene, wie sagt man, Zieleinrichtungen, wo der Ball durch muss. Und man ist draußen im Freien und es ist einfach toll. Man kann einfach zwischendurch auch mal sich hinsetzen, Decke mitnehmen und sagen so, jetzt machen wir einfach mal eine Pause. Man ist ja keiner Zeit unterlegen, in welcher Zeit, dass man jetzt diese Bälle da reinbringen muss. Das finde ich einfach das Schöne. Genau. Passt. Erlebnis Wengerder Golf. Wenn auch Sie das mal ausprobieren wollen, also lohnenswert ist es auf jeden Fall, dann können Sie bei uns eine Familieneintrittskarte gewinnen. Wie? Ganz einfach, beantworten Sie einfach folgende Frage. In welcher Region habe ich Frau Eckstein an unserem ersten Ausgangspunkt begrüßt? Sie wissen die Antwort, dann schicken Sie uns diese an online@mühlacker-tagblatt.de. Kleiner Tipp, die richtige Lösung beantworte ich Ihnen im Laufe dieser Folge. Ich wünsche Ihnen viel Glück.